bist du eigentlich? Was machst du? Wie lebst du dein Christsein im Alltag? Und ich möchte einfach mal die Staffel komplett an dich übergeben. Wir wissen ja, dass du auch ein Video hast, deswegen schieß einfach los. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Franz. Ich danke ganz herzlich für die Einladung, eurem Pastor, den Fürsattels und dass ihr heute gekommen seid. Franz Biebel, den Nachnamen schreibt man anders als das Heilige Buch. Ich komme aus Frankfurt, ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter. In meinem Hauptberuf leite ich als Geschäftsführer eine Behinderteneinrichtung von psychisch kranken Menschen. Im Nebenberuf leite ich eine sehr kleine, freie Gemeinde in Frankfurt. Und in einem der mehreren Ehrenämter arbeite ich für den Philippusdienst und bin jetzt an diesem Wochenende hier, um für Yad Beyad Werbung zu machen und Information zu geben, dieses Projekt Hand in Hand. Ich überspringe jetzt diese Frage mit dem Christsein im Alltag, weil sonst rede ich zu viel. Ich würde euch gerne jetzt ein kleines Video zeigen, und zwar von Rainer Höss. Das ist der Enkel von Rudolf Höss mit Ö, nicht mit E, dem ehemaligen Lagerkommandanten von Auschwitz. Und der Enkel von ihm, Rainer, begegnet dort in Birkenau einer israelischen Jugendgruppe. נמצא איתנו כאן היום הנכד של מפקד המחנה, של רודולף אס, ריינר אס. אני קורא לו לבוא בעצם להיות איתנו כאן. ריינר, אני לא מכיר אותו, אני פעם ראשונה שרואה אותו. Ask questions. Ask the questions. I think it's better. Yeah, a little bit nervous also. A bit nervous. Yeah, it's the first time. Why are you here? Why are you here? Warum bin ich hier? To see the horror what my grandfather made and the lies what I have all the years in my family. You say lies. What lies? The family. My family lies. I was a young boy when I met my grandmother. And I asked her a couple of times, what's going on with the name? But there was no answer. I think a lot of these, it was not spoken in my family. Do you feel guilty for what your grandfather did? Yes. Do you feel responsible for it? Yes. Feel guilty. סבא שלך בעצם רצח והתעלל וחיזה. הוא פיצה לי את המשפחה. It's a pleasure for me. It's a pleasure for me. I feel sorry for that what's going on with his family. What would you do now if you can meet your grandpa? Oh, you want to hear that? What I will do? I will kill him myself. Can you hold it? Ich spreche mit neuen Jungen in Frankfurt. Jede 4 Jahre. Der Überlebende war von Auschwitz.
anderthalb Meter weg von mir. Schlimm. Habe ich, denke mir, gerade noch so einigermaßen die Kurve gekriegt. Auch möglichst immer dieses Gefühl im Nacken. Mein Vater steht hinter mir und sagt, wehe, du weinst, wehe, wehe, du gibst Emotionen. Wehe, du zeigst Emotionen. Und dann eigentlich der ultimative Hammer. Ein Überlebender. Physisch. Körperlich vorhanden. Der auf einmal da aufsteht, aus der Menge rüberkommt, mir die Hand gibt, mich in den Arm nimmt und sagt, fühl dich nicht schuldig. Ergreifend. Aber aus einem Gefühl heraus, das erste Mal nicht Angst ist oder Scham ist oder Glück, Freude, innerliche Freude. Die Bestätigung, denke ich mal, zu bekommen von jemandem, der diesen Horror überlebt hat und der genau weiß, du warst nicht, du hast nicht gemacht. Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. Ich denke, der Film ist was ganz Besonderes. Er ist nur Teil von einer sehr langen Sendung. Andere Nachfahren von so Nazi-Größen haben ihren Namen abgelegt, sind ganz oft nach Südamerika ausgewandert. Und ich muss sagen, ich habe Verständnis dafür. Aber das, was Rainer Höss hier gemacht hat, dass er sich an dem Ort, wo sein Großvater diese schrecklichen Taten hat, dem gestellt hat, das finde ich eindrücklich. Und ich finde, bei ihm kommt ein Stück weit raus, er ist ja kein Christ. Es geht um Versöhnung. Es geht nicht darum, an dem Alten, an dem Schrecken festzuhalten und festzukleben, sondern es geht um Hoffnung, um Zuversicht, um ein Lernen aus dem Schrecken der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft. Auch um eine versöhnte Zukunft zwischen Israel und Deutschland. Es klingt blöd, wenn man sagt, zwischen Deutschen und Juden, weil die Juden waren auch Deutsche gewesen. Also es gibt Versöhnung für unsere Geschichte. Und ich finde es eindrücklich, wie sich Rainer Höss mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt hat. Lasst uns jetzt in eine Zeit des Lobpreises gehen. Jesus, I finally see the cross, the nails, you went through hell just to get to me. Oh Lord, King of Kings, to think you were a crown of thorns just to get to me. I leave it all at the cross. I leave it all at the cross. Here I will lay my guilt and shame. I leave it all at the cross. Jesus, I finally see you taste the death with no regrets just to get to me. Speechless at your feet, the heaven came and crushed the grave just to get to me. I leave it all at the cross. I leave it all
at the cross. Here I will lay my guilt and shame. I leave it all at the cross. I bring it all before you, all before you, all before you, Lord. I bring it all before you, all before you, all before you, Lord. I bring it all before you, all before you, all before you, Lord. I bring it all before you, all before you, all before you, Lord. I leave it all at the cross. I leave it all at the cross. Here I will lay my guilt and shame. I leave it all at the cross. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Und zwar aus Jesaja 53. Das ist die Prophetie vom Knecht Gottes. Da geht es ganz viel um Jesu Leiden und Sterben und Auferstehung, unter anderem. Eine wahnsinnig faszinierende Stelle, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, lest es ruhig mal durch, beginnt schon bei Jesaja 52. Und ich möchte lesen ab Vers 10. Ihr seht es hinter mir, wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne laut mitlesen. Das ist die Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod aus sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Ich finde so, also für mich sind da so zwei Seiten, die so wahnsinnig wichtig sind. Auf der einen Seite das, was ich gerade gesungen habe, dieses Sprachlose angesichts dessen, was Jesus für mich getan hat und die Leiden, die er durchmachen musste, um mich zu retten und alle anderen. Und auf der anderen Seite aber diese Dankbarkeit und das große Lob und das Tolle, das jetzt da ist, die Befreiung von den Sünden. Und das ist so das Thema, das ich so um diesen Lobpreis hier herum versucht habe zu legen, und da lade ich euch dazu ein, dass vielleicht lest ihr nochmal die Stelle, die ganze Prophetie von Jesaja, oder nutzt die Zeit zu beten oder die Texte mitzulesen. Wenn es Englisch ist, ihr habt es glaube ich gesehen, dann sollten da die Übersetzungen dabei sein. Dich preisen,
wer tief genug sich beugen vor dir, wessen Hand ist vor dir rein. Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klein. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann dein Kreuz begreifen? Wer Jesu tief sich beugen wie du? Wer erkennt, was du getan? Maßlosen Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Zerbrochene Herzen ihn verehren, denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn ist der Löwe von Juda, sein Brüllen ist mächtig, er kämpft und zu kämpfen, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm, und jeder wird sich vor ihm beugen.
dem Herrn der Der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefangene frei. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Wer kann unseren Gott aufhalten? 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 Niemand hält ihn auf. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Gott, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz, für deine Auferstehung, dafür, dass du für uns, für unsere Schuld gestorben bist und uns erlöst hast. Ich danke dir, dass du für uns zum Täter geworden bist. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, uns die Güte und die Liebe gibst, dass wir nun an deiner Stelle auf dieser Welt als Täter deines Wortes unterwegs sein können, dass wir deine Güte und Barmherzigkeit weitergeben können.
children weren't made for the streets, and fathers were not made to leave. Surely this isn't how it should be. Let your kingdom come. Surely nations were not made for war, or the broken man to be ignored. Surely this just can't be what you saw. Let your kingdom come here in my heart, and I will live to carry on compassion, to love a world that's broken, to be your hands and feet. And I will give with the life that I've been given, and go beyond religion to see the world be changed by the power of your name. Surely life wasn't made forget to regret, and the lost were not made to forget. Surely life without action is dead. Let your kingdom come, Lord, break this heart. And I will live to carry on compassion, to love a world that's broken, to be your hands and feet. And I will give with the life that I've been given, and go beyond religion to see the world be changed. And I will live to carry on compassion, to love a world that's broken, to be your hands and feet. And I will give with the life that I've been given, and go beyond religion to see the world be changed by the power of your name. Jesus, your name is a shelter for the hurting. Jesus, your name is a refuge for the weak. Johnny, your name can redeem the undeserving. Jesus, your name holds everything that I need. And I will live to carry on compassion, to love a world that's broken, to be your hands and feet. And I will give with the life that I've been given, and go beyond religion to see the world be changed. And I will live to carry on compassion, to love a world that's broken, to be your hands and feet. And I will give with the life that I've been given, and go beyond religion, see the world be changed by the power of your name. Wie zerbrochen unsere Welt ist, das haben wir eben schon sehen dürfen. Aber wir wollen leben, um Barmherzigkeit in diese zerbrochene Welt zu bringen, um diese zerbrochene Welt zu lieben. Und das können wir mit der Kraft, die uns Jesus gibt. Wir möchten einen nahtlosen Übergang zur Predigt machen. Ich möchte auch schon Franz bitten, nach vorne zu kommen. Und nahtloser Übergang heißt heute auch, wir werden keine Gelegenheit haben, Eindrücke und Impulse hier vorne zu teilen. Das möchten wir aber gerne beim nächsten Mal entweder nachholen oder schreibt eine Mail an die Gemeindeleitung, dann kann das im Telegram
Kanal veröffentlicht werden oder schreibt in die WhatsApp-Gebetsgruppe, falls ihr Eindrücke habt. Oder kommt auch gerne nach dem Gottesdienst auf die oder denjenigen zu, für die ihr einen Eindruck habt, zum Beispiel die Manu. Und damit möchte ich an den Franz übergeben und wünsche dir viel Segen. Vielen Dank. Ja, unsere Verantwortung für Israel ist das Thema der Predigt, eingebettet in den gestrigen Tag, wo ich in zweimal mit einer sehr ähnlichen oder selben PowerPoint das Yad Beyad-Programm, dieses Hand-in-Hand-Programm, vorgestellt habe. Im Epheser 2 lesen wir, dass ihr, also wir jetzt, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Aus diesem Text des Paulus, des Heidenapostels, lesen wir heraus, dass wir ohne Jesus keinen Anteil an dem Bürgerrecht und an den Bundesschlüssen Gottes hätten, die Gott zuerst und zunächst Israel gegeben hat. Durch Jesus erhalten wir Anteil am Heilshandeln Gottes mit Israel und letztendlich mit dieser ganzen Welt und der ganzen Menschheit. Klar bleibt aber auch, und wir werden es gleich noch sehen, wenn wir uns Römer 9 bis 11 kurz anschauen, dass Gott seine Verheißungen und Bündnisse mit Israel nie zurückgenommen und nie aufgelöst hat und nie die Gemeinde an die Stelle von Israel getreten ist. Yad Beyad, Hand in Hand, seit 2005. Ich war viele Male mit vielen Gruppen dort gewesen. Inzwischen leitet dann vor Ort ein junger Mann, der Max 28, das, und ich bin mehr nur noch so als sein Backup dabei. Und dieser Vers aus dem Epheserbrief war in all den Jahren immer auf den T-Shirts der Jugendlichen gestanden. Er ist unser Friede, der aus den beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Um das geht es, um den einen neuen Menschen aus Jesusgläubigen Juden und Gläubigen aus den Nationen, also aus unserer Mitte. Seit 2005 proklamieren diese jungen Leute immer wieder, Versöhnung ist möglich, Vergebung ist möglich, eine gemeinsame Zukunft ist möglich, trotz dieses Desasters von 6 Millionen ermordeter Juden durch deutsche Hand. Seit Jahren kursiert in deutschen Gemeinden, sicherlich auch bei euch, ein Buch, Die Decke des Schweigens. Wer hat das gelesen? Darf ich mal so? Okay, ein paar verstreute Seelen. Also es ist sehr empfehlenswert, das Buch zu lesen. Der Jobst Bittner, ich finde das Bild auch sehr schön, wie der Vater dem Sohn und der Sohn dem Enkelsohn den Mund zuhält, bloß nicht den Mund aufzumachen. Hier wird die Geschichte Tübingens analysiert, die nationalsozialistische Geschichte, aber auch die Auswirkung von Schweigen über die Generationen. Und es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gott sieht es bei ganz wesentlichen Dingen ganz anders, ganz im Gegenteil. Schweigen ist nicht Gold, sondern Schweigen bindet an die Vergangenheit, Schweigen bindet an Schuld, Schweigen bindet an dieses Trauma, jüdisches Trauma, Opfer zu sein. Gott geht es darum, dass wir Dinge aussprechen, dass wir sie sichtbar machen, dass Dinge bekannt werden, dass auch ein Opfer seinen Schmerz ausspricht. Und auch die Opfer haben genauso wie die Täter über Jahrzehnte nicht über das gesprochen, was sie damals erlebt und erfahren haben. Ohne den Holocaust oder wie die Juden sagen, die Shoah, gäbe es keine besondere Verantwortung von Deutschland gegenüber den Juden.
Aber natürlich hat jeder Christ eine besondere Verantwortung dem jüdischen Volk gegenüber, ob sie jetzt in Israel oder sonst wo leben, wenn er oder sie die Bibel ernst nimmt. Gestern habe ich gefragt, wer war schon mal in Auschwitz? Zwei haben sich gemeldet. Darf ich noch mal fragen, heute sind ja mehr da, wer war schon mal in Auschwitz? 3, 4, 5, immerhin. Dann könnt ihr euch möglicherweise an diesen Vers erinnern. Ich glaube, es ist der Block 4 oder 5, also einer von den alten Blocks, die noch nicht so restauriert sind. Da steht dieser Vers: The one who does not remember history is bound to live through it again. Wer sich der Vergangenheit nicht erinnert, ist gezwungen oder wörtlich übersetzt, der ist dran gebunden, die Vergangenheit noch einmal zu erleben. Und ich sage nur Halle, Hanau und viele andere Orte, die dafür stehen, dass sich im Kleinen Dinge leider wiederholen. Traumata werden über Generationen weiter transportiert. Und spätere Generationen, egal ob die Nachfahren der Täter oder der Opfer, leiden unter dem, was sie gar nicht selber erlebt haben, was ihnen oft gar nicht so richtig bewusst ist. Und da gibt es so drei Einstellungen, wo ich denke, alle drei führen nicht wirklich zu einem guten Ziel, nämlich von versöhnten Beziehungen, von Hoffnung, von Zukunft und Leben. Da gibt es die einen, und ich muss zugeben, die gibt es auch unter manchen Israel-Freunden, die sind zum 30. Mal am selben Ort, um für dieselben Dinge Buße zu tun. Für sich persönlich, für ihre Familien, für ihren Berufsstand. Und dann kriegt das Wort Buße, das heißt ja eigentlich umkehren, etwas neu machen, anders machen, ganz stark so einen Charakter von Büßen, immer und ewig Bösen. Und dann fragt man sich manchmal, aber wo bleibt die Gnade? Wo bleibt das Empfangen der Vergebung durch Jesus Christus? Nicht selten ist diese Haltung verbunden mit einer Glorifizierung von Israel oder von allem Jüdischen, von jüdischer Kultur. Ich schätze und achte das sehr, ich liebe das. Aber manches Mal fragt man sich, ob nicht Israel so ein bisschen an die Stelle von Jesus tritt. Und das wäre fatal. Die andere Haltung ist, es ist genug Buße getan, das haben meine Gemeinde und mein Pastor und wer auch immer in den 70er und 80er Jahren gemacht, jetzt muss endlich mal Schluss sein damit. Auch diese Haltung drückt nicht unbedingt ein hohes Maß an Sensibilität aus. Und die dritte, das ist auch gar nicht so selten, es ist jetzt auch nicht verwunderlich, es ist alles so lange her, nach dem Motto, ich war nicht dabei, selbst ich mit weißen Haaren war damals gar nicht dabei, selbst meine Eltern waren damals Kinder in dieser Zeit und waren nicht aktiv dabei. Ich war doch nicht dabei, was hat es mit mir zu tun, das geht mich doch gar nicht mehr so viel an. Aber Gottes Perspektive ist, ja, Buße, Umkehr, aber nicht da stehen zu bleiben, sondern aus der Vergebung Kraft zu schöpfen, Hoffnung zu schöpfen und letztendlich Versöhnung zu leben, Brücken zu bauen zwischen den Menschen, die vor Jahrzehnten auf der einen Seite Täter, auf der anderen Seite Opfer waren. Ich habe das in manchen Gemeinden gehört, wir haben jetzt wirklich so viel Buße getan und das Thema ist jetzt echt abgehakt. Das mag für die Gemeinde, die das so getan hat, mag das so sein. Aber können wir ein Thema abhaken? Wir wollen doch gesellschaftsrelevant, so ein Modewort, wir wollen gesellschaftsrelevant sein als Gemeinde. Und können wir sagen, Thema ist erledigt, wenn so mancher Berufsstand erst heute seine Verantwortung dafür entdeckt, sich damit auseinanderzusetzen, wenn mancher seine Stadtgeschichte mal in Ruhe aufrollt und schaut, oh, was ist denn da alles passiert? Sind denn nicht wir als Christen gefordert, diesen Menschen, die jetzt erst anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, zur Seite zu stehen? Lasst uns das Thema nicht abhaken, selbst wenn wir darüber für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Gemeinde möglicherweise Frieden gefunden haben.
Ich habe ein interessantes Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob der Mann Christ ist. Ich bin mir nicht so sicher, glaube es fast eher nicht. Von einem Psychotherapeuten aus München. Das wurde jetzt vor ein paar Jahren, es ist schon aus dem Anfang der 90er und wurde jetzt nochmal neu aufgelegt. Er beschreibt seine Arbeit mit verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen und beschreibt dann auch, dass bei Einzelnen auf gut Deutsch nichts gefruchtet hat. Alle therapeutischen Konzepte, da kam er nicht weiter. Und dann fing er an mit den Eltern, in aller Regel mit den Müttern, die Väter sind dann eher so nicht mit vor Ort, aber mit den Müttern anzufangen, über das Leben der Mütter zu reden. Und nicht selten stellte sich raus, Decke des Schweigens, wie dieser Buchtitel, dass es in der Geschichte dieser Mütter von diesen gestörten Kindern etwas gab. Geschichten aus dem Nationalsozialismus, Geschichten, wo die Väter und Vorväter schuldig geworden sind oder aber auch Opfer waren. Und in dem Maße, und das fand ich faszinierend an dem Buch, wo diese Mütter auflebten und ein Stück freier wurden, der hat nicht mehr mit den Kindern weitergearbeitet, haben sich plötzlich die Symptome bei den Kindern, die Störungen, wesentlich verbessert, bis hin, dass sie weg waren. Das hat mich fasziniert und das zeigt, dass dieses Bibelwort, dass sich Dinge im Guten wie im Negativen über Generationen fortpflanzen, dass das nicht nur was Frommes ist, sondern dass die Psychologie auch säkular letztendlich so etwas belegen kann. Nicht nur die Opfer, sondern auch die Nachfahren der Opfer tragen dieses Trauma des Holocaust, der Shoah in sich. Und genauso ist es mit den Tätern. Ihr habt es in dem Video gesehen, ich würde meinen Großvater jetzt umbringen, das war jetzt nicht so die ganz christliche Version, aber ich finde es toll, dass sich der damit auseinandersetzt, an dem Ort und sich Jugendlichen aus Israel stellt, die ihn fragen, fühlst dich nicht schuldig für das, was der Großvater getan hat. Und dann dieses berührende Begegnung mit diesem Juden aus Frankfurt, der sagt, du bist nicht schuldig, du warst nicht dabei. Ich glaube, das hat diesen Rainer Höss sehr gesegnet und wahrscheinlich die israelischen Jugendlichen auch. Das Ganze hat etwas zu tun mit Identität und das, was jetzt hier an der Wand steht, ist sehr plakativ, das weiß ich. Und das trifft nicht auf jeden Menschen zu. Und wenn ich jetzt sage von Israelis, meine ich jüdische Israelis. Es gibt arabische Israelis, es gibt russische Israelis, es gibt alles mögliche Israelis. Ich rede jetzt von Juden aus Israel. Bewusst oder unbewusst, und das sagen messianische, also jesusgläubige Juden, tragen ganz viele in Israel diese Opferidentität in sich. Sie wurden immer verfolgt im Zeichen des Kreuzes, im Zeichen oder im Namen von Jesus, 1700 Jahre lang. Irgendwann war das Religiöse dann raus und eher säkularisiert. Sie sind durch den Holocaust gegangen. Sie sahen sich immer einer Übermacht von arabischen Nachbarstaaten gegenüber. Opferidentität. Und auf der anderen Seite so dieses Stigma, sich ihr vielleicht nicht mehr ganz jungen Leute, aber so meine Generation schon, sich eher, ich war eher immer Europäer als Deutscher, wenn ich irgendwo international jemand getroffen habe. Das war irgendwie schon eher deutsch komisch irgendwie. Und die deutsche Fahne, das hätte ich nie was Herz gebracht, was für Amerikaner, Franzosen, Schweizer, Israelis völlig normal ist, dass im Garten die Fahne gehisst wird. Identität. Das hat damit zu tun, wer bin ich, Mann oder Frau, wo komme ich her, wie bin ich sozialisiert worden, was macht die Geschichte meiner Stadt, wo ich groß geworden bin und eben auch Geschichte, auch nationale Geschichte prägt, meistens unbewusst, ein Stück weit meine Identität, wer ich bin, als was ich mich verstehe. Die, die sich noch erinnern an die Fußball-WM 2006, das war das Jahr auch der deutschen Fahnen. Das gab es bis dahin nicht. Nicht mal bei Sportveranstaltungen, da gab es ein bisschen, aber in dieser Wucht, dass man plötzlich Schwarz-Rot-Gold offen zeigte, das war was Besonderes.
Mit diesen Jugendgruppen erlebt man in Auschwitz, Yad Beyad eine ganze Menge. Die Israelis sind da meistens relativ unkonventionell und kommen auf verrückteste Ideen. Beim allerersten Mal sollten wir dann mit der deutschen und israelischen Fahne durch Birkenau laufen. Ich habe Gott um das Loch gebeten, wo ich im Boden versinken könnte, weil das war too much. Und am Ende hatten sie mich überredet, ich habe gesagt, aber dann verknoten wir die Fahnen miteinander. Und da habe ich auch gelernt, da liegt ein gewisser Schutz drauf. Und auch wenn die Leute immer wieder komisch schauen, da sehe ich eine deutsche Fahne, wohlgemerkt eine deutsche Fahne, die im Dritten Reich verfolgt war, weil es immer schon eine demokratische Fahne war. Aber da habe ich dann gemerkt, das ging. Die Israelis fordern dann die Jugendlichen auf, singt mal eure Nationalhymne. Die stellen dann fest, die können sie gar nicht, weil die singt man bei uns einfach nicht. Und die Israelis fordern dann die Deutschen heraus, ja, sei doch mal stolz auf dein Land, auf deine Nation. Wenn ich sage, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, dann rutsche ich ganz schnell in eine bestimmte Ecke, die wir eigentlich nicht wollen. Also wir merken, unsere Identität ist durchaus auch durch unsere Geschichte geprägt. Klappt es jetzt, wenn ich da nochmal drauf? Hier klappt alles mit der Technik. Ich habe keine Zweifel. So, ich will euch jetzt ein kleines Video zeigen. Das ist nicht so professionell wie das von der Webseite vom Philippusdienst von vor ein paar Jahren mit einer Gruppe aus Stuttgart. Zack, hat nicht geklappt. Ja, komm jetzt, Franz, kümmer du dich um deinen Job. So. Hand in Hand geht's. Okay. Ah, ich habe nicht genau in die Mitte geklickt, sondern es irgendwo hin. Das lagert mir. Sides in my own.
Qualität ist nicht so sehr gut, aber ich denke, es gibt einen ganz guten kleinen Eindruck, was da passiert. Und ihr habt so gesehen am Schluss, das ist so am Ende des zweiten Tages mit den verknoteten Fahnen, gehen die Jugendlichen dann aus Birkenau raus und die schauen nicht depressiv drein, gar nicht, oder zu Boden gedrückt. Es ist schon ein Prozess und es kostet so manche Emotionalität, vor allem so am ersten Tag, wenn man so diese Dinge sieht, das Frauenhaar, die Schuhe, die Babyklamotten und. Aber wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass gerade durch diesen gemeinsamen Prozess Juden und Nichtjuden gehen dadurch, Deutsche und Israelis. Da ist so viel Hoffnung, da ist so viel Zuversicht, da ist am Ende so viel Freude bei den Jugendlichen, dass man das immer als Leitung ein bisschen dämpfen muss, weil andere Besucher von Auschwitz und Birkenau das nicht einordnen können, dass da eine Jugendgruppe läuft, die strahlt einfach nur. Und das ist nicht respektlos diesem Ort gegenüber, sondern das ist das, was passiert, wenn Jesus handelt und wirkt. Verantwortung für Israel, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Das basiert aber zuallererst auf dem Wort Gottes, auf der Bibel. Und ich würde da kurz unseren Paulus mal angucken, der Heidenapostel, der eine Vision hatte und eine Berufung, in die weite Welt zu ziehen, das Evangelium zu verkünden, die jüdischen Gesetze einzusammeln und die Heiden nicht mehr darunter zu stellen. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter für die Erlösung Israels. Wenn man sich Römer 9 bis 11 anguckt und nur die ersten Verse immer, ich lese mal aus den ersten Versen, jetzt muss ich mal gucken, was hier als nächstes käme, das ist zu weit gewesen. Ich lese aus Römer 9, aus Römer 10 und aus Römer 11 jeweils die ersten Verse und da werden ja keine Gefühle niedergeschrieben, aber ich finde, es ist so emotional, was Paulus da sagt. Römer 9, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Jetzt hört mal zu, was er jetzt sagt. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Paulus sagt nicht nur ganz klar, Gott hat all das in Israel hineingelegt und nie zurückgezogen. Der stellt hier eine Theologie auf, damit könnte man fast ein Problem kriegen. Ich wünschte, selbst verflucht zu sein und von Christus getrennt. Wenn ich damit die retten könnte, die meine Stammesgenossen sind, die Juden. Was für eine Leidenschaft, was für ein Schmerz. Er sagt, ich habe tiefe Traurigkeit und immer Schmerz in meinem Herzen. Also Paulus, der Heidenapostel, der leidet darunter, dass seine Leute Jesus noch nicht erkannt haben. Römer 10, Brüder und Schwestern, meines Herzenswunsch ist es und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Römer 11, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Und etwas später in Vers 29 kommt ein Satz, den wir oft aus dem Zusammenhang nehmen, ist auch erlaubt, aber er steht im Zusammenhang mit der Erwählung Israels, da heißt es in Vers 29, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Paulus ist ein leidenschaftlicher Verfechter dafür, Israel möge seinen Messias erkennen und ein Verfechter dafür, dass Gott mit Israel nicht fertig ist, dass Gott sein Volk liebt und ich empfinde, der ist ja in einer pharisäischen Ausbildung gewesen, wo man vor allem vom Verstand her theologisch argumentiert.
Ich finde, so wie ich es zumindest lese, hier geht dem Paulus die Leidenschaft, hier geht seine Emotionalität mit ihm durch. So sehr sehnt er sich danach, dass Israel gerettet wird. Wir haben ja nicht die Zeit, aber ihr kennt das Bild von dem edlen Ölbaum. Das sind nicht wir, sondern wir sind die, die dazugekommen sind, durch Jesus Christus in diesen edlen Ölbaum Israel eingepfropft worden sind. Israel ist zentraler Protagonist des heilsgeschichtlichen Handelns Gottes mit den Menschen durch die Jahrtausende bis hinein in die Endzeit. Gestern hat mich jemand gefragt, sind wir jetzt schon am Ende aller Tage oder noch nicht? Da bin ich der völlig falsche Adressat für diese Frage. Natürlich glaube ich, dass es Endzeit gibt, aber ich habe jetzt keine Uhr, dass ich genau wüsste. So war auch nicht die Fragestellung gewesen, wo wir da wären. Aber Gott wird mit seinem Volk bis zu den letzten Tagen handeln. Und wir dürfen froh sein, dass wir durch Jesus Hineingenommene sind und Anteil haben. Im Sacharja 12 steht: Ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voller Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem und ganz Juda erobern. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für sie wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochhebt, verletzt sich dabei. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem verbünden. An jenem Tag vernichte ich alle Völker, die Jerusalem angreifen. Ein Stück später im selben Kapitel: Ich werde die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems mit meinem Geist erfüllen, und sie werden mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben, und die Totenklage für ihn halten, so wie man um den einzigen Sohn trauert. Ja, sie weinen um ihn wie um den ältesten Sohn. Menschen, die Jesus lieben, die Christen sind, die können sich nicht von ihrer Wurzel Israel trennen. Und da geht es überhaupt nicht um ein euphorisches Pro-Israel-Sein. Das kann ich selber auch nicht leiden. Es geht um Jesus, es geht um den Vater, es geht um den Heiligen Geist. Und es geht darum, dass Gott mit Israel angefangen hat, wie in einem Modell zu zeigen, was er mit der ganzen Menschheit vorhat, sie zu lieben und sie zu erlösen. Der Widersacher Gottes, Satan, wollte Deutschland als Instrument benutzen, Gottes erst erwähltes Volk zu vernichten. Ich glaube, dass schon lange, seit Jahrzehnten, Gott das umgedreht hat, dass gerade wir als Deutsche eine besondere Berufung haben, und das soll nicht als eine Last empfunden werden oder verstanden werden. Oh, wir haben so eine Berufung. Also ich habe oft Israelis gehört, vor allem Säkulare, die mir gesagt haben: Hör mir bloß auf mit dieser Erwählung und dieser Berufung, auf die kann ich verzichten. Die hat 2000 Jahre Verfolgung, Tod und Not bedeutet, so eine Berufung brauche ich nicht. Gläubige Juden gehen damit natürlich andersrum. Gott hat uns berufen, da bin ich überzeugt, Israel zu segnen, im Kleinen und womöglich vielleicht auch in etwas Größerem. Wenn man für Israel ist, muss man dann gegen die Palästinenser sein. Ich stelle die Frage schon so, dass es eine rhetorische ist. Was für ein Quatsch, was für ein Schwachsinn. Mich entsetzt es manchmal, wenn ich, muss ich auch sagen, in manchen Kreisen, die israelfreundlich sind, so eine absolut anti-arabische Stimmung mitschwingt, wo ich mir denke, irgendwas passt da nicht. Gott liebt jeden Menschen, der über diesen Erdboden läuft. Er liebt jeden Palästinenser genauso, wie er jeden Juden und dich und mich liebt. Ihr habt den Evan Thomas kennengelernt. Ich weiß nicht, war der Anis Bahum auch schon mal bei euch in der Gemeinde? Okay, den kenne ich jetzt nicht so gut, aber es gibt unter den Jesusgläubigen Juden und unter den gläubigen Arabern Menschen, wo ich sagen würde, das sind Brückenbauer, das sind Versöhner. Und es kostet die selber eine ganze Menge, auf die andere gläubige Seite zuzugehen. Weil selbst von den eigenen Pastoren, Kollegen, egal ob jüdisch, messianisch oder arabisch, nicht immer ein Verständnis da ist. Diese Not in diesem Land, diese Spannung, dieser politische Druck, das ist so massiv und groß,
dass das Thema Vergebung und Versöhnung, wow, das ist schon ein sehr hart zu buchstabierendes, wenn es um die jüdisch-arabische Beziehung geht. Selbst zum Teil unter Gläubigen auf beiden Seiten. Drum bin ich froh, dass wir Menschen wie den Evan, den Anis, den anderen, den du gerade gesagt hast, dass wir die haben, die Brückenbauer, die wissen, dass es was kostet, auf die andere Seite zuzugehen. Ich behaupte, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel mindestens die nächsten 100 Jahre, habe ich aber auch schon vor 20 Jahren erzählt, ein besonderes bleiben wird aufgrund unserer unsäglich verketteten Geschichte miteinander. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht bei dem stehen bleiben, was war. Das ist natürlich auch schwierig, wenn ich das jetzt als Deutscher sage, losgelöst von meinem jüdischen Gegenüber. Aber da ist das Yad Beyad so was Wunderbares. Ich habe vorher auch schon deutsche Gruppen nach Auschwitz geführt. Ich fand das oft so was von anstrengend. Ja, wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat, aber wenn du auf diesem Boden stehst, wo du weißt, irgendwo da drunter ist die Asche von Hunderttausenden von Menschen, manchmal erreicht dich dann dieses Wort gar nicht so, Gott hat dir vergeben, deinem Volk vergeben. Aber was ist da für ein Qualitätsunterschied, wenn die Nachfahren von Opfern und Tätern hingehen, sich gegenseitig trösten? Und wie oft passiert es, dass israelische Jugendliche an der zerstörten Gaskammer deutsche Jugendliche trösten, die im Moment vielleicht nicht so recht wissen, wohin mit ihren Gefühlen? Ein Bild jetzt fast zum Schluss. Links ein Bild vom ersten Yad Beyad, fast 16 Jahre her, 2005. Und auf der rechten Seite eine Briefmarke, die ganz exakt 3 Monate nach unserem Besuch von Auschwitz mit dem ersten Yad Beyad von der deutschen Philatelie, also Briefmarke, erschienen ist, anlässlich der damals 40-jährigen diplomatischen Beziehungen. Links die israelische Fahne, rechts die deutsche Fahne, auf der Briefmarke drunter ein Stacheldraht. Für uns war das damals eine ganz starke Bestätigung, das ist von Gott. Dieser Jugendaustausch, der ist von Gott gewollt und gewünscht. Das ist sowas wie ein prophetischer Akt, ein prophetisches Handeln. Und das glaube ich, das gilt nicht nur für diese erste Gruppe. Und wenn ihr euch in diesem schwierigen Corona-Jahr auf dieses Abenteuer einlasst, dann hoffe ich sehr, dass es zumindest in Teilen möglich ist, weil das ist was total Kostbares für die Teilnehmer, aber auch für eine Gemeinde. Die Gemeinde in Freilassing, die das allererste machte, 2005, zwischendrin waren sie nochmal Gastgeber, die sagen, wir sehen an unseren jungen Leuten, jetzt 15 Jahre später, das hat die nachhaltend geprägt, das hat die verändert. Das ist wie ein Elixier gegen Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, nicht nur bezogen auf das jüdische Thema. Wer gemeinsam mit so einem jüdischen Partner diese Tage durchgegangen ist, der wird anders sein. Vielleicht merkt er oder sie das nicht sofort in diesem Moment, aber man merkt es über die Zeit. Wie können wir praktisch Verantwortung übernehmen? Da muss ich bei euch nicht viel sagen. Ihr lasst euch auf Yad Beyad ein und das finde ich klasse. Und die, die nicht dabei sein können, Verantwortungsübernahme beginnt dort, wo ich mich mit meiner Familiengeschichte beschäftige, mit der Geschichte meiner Stadt. Da habt ihr es in Nürnberg relativ leicht. Da hat so manche Gemeinde auf dem Dorf ein bisschen schwieriger, da historisch was zu finden. Indem ich mich dem stelle und indem ich diese Dinge vor Gott bringe. Natürlich heißt Verantwortungsübernahme auch Gebet für Israel. Aber bitte vergesst dabei nicht die Palästinenser, die Gläubigen und die gläubigen israelischen Araber. Es geht auch um den Leib Christi. Israel zu unterstützen ist eine prima Geschichte, aber das Stärkste ist, wenn wir den Leib Christi dort vor Ort unterstützen, durch unser Gebet. Auch indem wir sie finanziell unterstützen, aber durch unser Gebet und den Leib Christi dort ermutigen, Zeugnis zu sein, unter den Juden, unter den Palästinensern, unter den israelischen Arabern.
Heilsgeschichtlich ist das Ende nicht, dass Gott sein Volk wieder nach Israel heimführt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sondern, wie wir aus dem Sacharja-Text gehört haben, am Ende sollen ihnen die Augen geöffnet werden. Das Ziel ist, dass sie ihren Messias erkennen. Das gilt für die Juden, das gilt für die Palästinenser, das gilt für die israelischen Araber. Amen. Vielleicht können wir noch mal dieses Money, helfen wir mal schnell, das letzte Bild da, dieses mit den Flaggen, noch mal schnell herholen. Das hier, genau. Genau. Das fand ich jetzt sehr auch noch mal bewegend, vor allem wenn man das in der Komposition mit dem Kreuz sieht. Denn das ist nur möglich durch das Kreuz. Und ich möchte uns noch in eine kleine Zeit des Gebets führen, Manni und ich. Wir werden jetzt noch beten zum Abschluss von diesem Gottesdienst. Und ich möchte lesen aus 2. Korinther 5. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und gab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und so lasst uns noch einfach hier beten, auch in zweierlei Richtungen. Wir beten einmal auch ganz bewusst für diesen Auftrag der Versöhnung, in dem wir stehen, nicht nur zwischen Deutschen und Israelis, sondern auch in unserer zunehmend polarisierenden Gesellschaft. Da sind wir auch Botschafter der Versöhnung. Und dann lass uns ganz konkret auch beten für Yad Biyad, das wirst du machen, Manni, dass wir hier beten, dass Gott uns Gnade und Gunst gibt, dass diese Aktion durchgeführt werden kann. Das wollen wir erwarten und glauben. Herr, so danken wir dir für all das, was wir jetzt gehört haben. Wir sind bewegt und berührt von den Geschichten, aber auch von deinem Wort. Und ich danke dir, Jesus, dass die Schuld auf dir liegt und lag, dass du das Opfer wurdest und dass du uns rausgeholt hast aus diesem Opfer- und Täterstigma, dass du uns erlöst und befreit hast. Ich danke dir, Jesus, dass allein nur in dir diese Versöhnung möglich ist. Versöhnung in allen Facetten, die es auch heute braucht. Und wir beten, Herr, ganz konkret auch jetzt für die Konfliktsituation auch in Israel, Palästinenser und Juden, diese lang anhaltende Geschichte, nur Jesus in dir ist Versöhnung möglich. Und das halten wir hoch und das proklamieren wir, dass du der bist, der die Feinde verbindet und zu einem neuen Menschen schafft, in dir, Jesus. Wir beten aber auch für unser Land, auch in all den Extremen, die da wachsen, auch diese Zunahme an Rassismus, Antisemitismus und diese Feindlichkeit, auch in der Sprache. Ich bete, dass wir Christen mit unserer Sprache, mit unseren Taten ein hell leuchtendes Vorbild sind, dass wir uns nicht mit reinnehmen lassen in diese Sprachkultur, die so aggressiv ist, sondern dass wir deine Liebe und deine Botschaft der Versöhnung vermitteln. Ich bitte dich um diesen Mut, dazwischen zu stehen, dieser Brückenbauer zu sein. Brauchen wir Mut und Autorität von dir und das empfangen wir ganz neu jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, wirklich für deine Wahrheit, Herr. Danke, dass wir heute deine Wahrheit hören durften und danke, dass deine Wahrheit frei macht, allmächtiger Gott. Und ich spreche auch wirklich deinen Segen und deine Wahrheit aus über jeden Einzelnen von uns, mit unserem Familienhintergrund, mit unserem nationalen Hintergrund. Und ich bete, dass du wirklich ins jedes Leben reinkommst mit deiner Wahrheit, Jesus. Das rufe ich jetzt aus in Jesu Namen vor der unsichtbaren Welt, Herr. Und dass da, wo wir einfach das brauchen, uns mit unserem Hintergrund zu beschäftigen, wo du da rein willst und wo du da rein musst in unserem Leben, da bitte ich dich, dass du das wirklich jeden offenbar machst und dass du arbeitest, dass du da dealst mit uns, Vater, so wie du das schon so oft getan hast, wo das jeder bezeugen kann, wo du uns frei gemacht hast, da spreche ich deine Freiheit aus über jeden Einzelnen und bete, dass du da wirkst, Vater, in Jesu Namen. Und ich danke dir auch, dass wir dieses Privileg haben, auch als Gemeinde Yad Biyad dieses Jahr durchzuführen, dass wir da gestern auch so einen Startpunkt gesetzt haben. Und ich bitte dich auch, dass du da Herzen bewegst,
bei den Eltern, bei den Jugendlichen und dass du uns da so zusammenstellst und zusammenbaust und dass du da wirklich so ein Wachstum schenkst in uns und du uns wirklich so auf den Weg mitnimmst, so Hand in Hand mit dir, Vater, dass wir dann später Hand in Hand mit den Israelis, aber jetzt auch Hand in Hand mit dir auf den Sommer zugehen, Vater, bitte ich um deinen Segen, Herr. Und ich danke dir auch, dass wir als Christen und als deutsche Christen wirklich berufen sind, Freunde Israels zu sein, dass wir wirklich Hoffnung ausrufen, dass wir an ihrer Seite stehen, dass wir sie ehren als unseren älteren Bruder, Herr. Und ich danke dir dafür, für diese freimachende und hoffnungsvolle Botschaft. Und wir bitten dich, wir danken dir für das, was du uns schenkst. Und wir beten, dass dieses Wort, diese Saat wirklich gute Frucht bringt in unserem Leben, Herr, zu deiner Ehre. Halleluja. Amen. Amen, amen. Wir gehen immer davon aus, dass ihr alle wisst, was Yad Biyad ist, aber es sind ja einige auch im Livestream, die das vielleicht nicht wissen. Wir können es jetzt nicht hier ausführlicher beschreiben, aber ganz kurz, es ist ein Jugendaustausch. Also israelische Jugendliche, messianisch-jüdische Jugendliche kommen hierher nach Deutschland und mit deutschen Jugendlichen wird hier etwas mehr wie eine Woche Zeit verbracht mit verschiedenen Aktionen. Und der Höhepunkt der bisherigen Yad Biyad war immer dieser Besuch, der gemeinsame Besuch in Auschwitz. Yad Biyad heißt Hand in Hand. Deutsche und israelische Jugendliche gehen dorthin. Wer mehr Informationen will, der Manni ist unser Ansprechpartner hier. Es gibt vielleicht einige, die jetzt im Livestream zuschauen, die das noch nicht wissen, was ist. Auf unserer Homepage steht da schon was zu Yad Biyad. Okay, also dann bist du derjenige, der dann auch mehr und mehr Infos dann auch da reingeben wird. Auf jeden Fall, hier läuft die Information zusammen bei Money für Sattel. Gut, dann übergebe ich wieder an euch. Ja. Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wir danken Franz Biebel ganz herzlich für die starken Impressionen und Emotionen und Worte, die du übermittelt hast an uns. Ich denke, das hat jeden betroffen gemacht, es hat jeden berührt, vielleicht auch traurig gemacht, vielleicht erschüttert, aber wir haben auch Freude erlebt, wir haben Versöhnung, wir haben Verbrüderung erlebt und ich denke, das sollten wir in unseren Herzen bewahren, das sollten wir mitnehmen in den Alltag, im Alltag ein Stück Verantwortung übernehmen und Franz Biebel hat eben gesagt, wir sind berufen, Israel zu segnen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und das sollten wir mitnehmen und ja, diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, bewahren. Genau, jetzt ist schon relativ das Ende vom Gottesdienst da und ich möchte noch auf das Angebot hinweisen. Nach dem Gottesdienst wird das Segnungsteam im Predienstraum da sein. Also wenn ihr euch segnen lassen wollt, wenn ihr Gebet haben wollt, könnt ihr zu denen hingehen und genau, euch einfach segnen lassen. Und dann noch die Kollekte. Im Moment ist es ja nicht mehr möglich, Körbchen durchgehen zu lassen. Deshalb wird am Ausgang werden Körbe da sein für die Kollekte. Ist alles freiwillig. Oder wer es über die Homepage machen will, man kann es über PayPal machen. Das wird zu Hause im Stream eingeblendet und genau, also es ist alles freiwillig, ihr müsst nichts geben, ihr dürft aber. Und die gute alte Banküberweisung gibt es auch noch. Ja, eine Bitte noch an alle, lasst uns nach dem Gottesdienst versuchen, zügig zu gehen. Es ist schön, Gespräche zu haben, aber es verführt auch immer wieder, die Corona-Regeln vielleicht etwas schleifen zu lassen. Deswegen lasst uns versuchen, diesen Raum zügig zu verlassen. Gespräche gerne unten weiterführen. Das wäre noch eine Bitte und nochmal eine Bitte an die Eltern, auch die Kinder aus den Kindergruppen zügig abzuholen. Für nächsten Sonntag schon mal eine ganz kleine Ankündigung. Wir werden einen Gottesdienst am 28. März mit der Ruth Marie Moldenhauer haben. Die Dame arbeitet in der Alpha-Buchhandlung. Sie verkauft aber nicht nur Bücher, sie hat sogar selber eins geschrieben. Eins mit dem Titel Der Weg des Vertrauens gehen. Und sie wird nächstes Mal im Gottesdienst hier sein, die Predigt halten. Und sie wird damit auch eine neue, wird nicht eine neue, sondern wird die Fasten- und Gebetswoche einleiten. Und das wird auch ein Thema der nächsten Predigt sein. Und heute zum Abschluss dieses Gottesdienstes möchte ich noch den Segen sprechen und ich möchte die ganze Gemeinde noch mal bitten, sich zu erheben, wo es möglich ist. Und ich lese aus Kolosser 3.
Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört doch alle dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist, ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen, mit Liedern, die euch der Geist Gottes schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen. Amen. Wir wünschen euch noch einen guten und gesegneten Sonntag. Das wünschen wir auch allen Zuschauern zu Hause. Eine gute Woche und bis bald. Bye, bye.